der Redner in unserer Debatte ist für die Fraktion Die Linke unser Kollege Dr. Axel Drost. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Kollegin Wagenknecht hat darauf hingewiesen, dass die Staatsverschuldung statistisch um 300 Milliarden angestiegen ist durch die Bankenkrise. Daraufhin ist gesagt worden, ja, das ist richtig statistisch, aber da ist ja auch ganz viel Bürgschaft drin. Und von Kollegen Schick ist gesagt worden, ja, und Bankenabgabe nach hinten geht ja nicht, muss ja nach vorne. Dann reden wir doch mal ganz konkret nach vorne, was passiert denn jetzt? Und reden in der Tat mal über die ehemalige private Hypo Real Estate. Ein privates Unternehmen, das sozusagen unter großem Druck dann verstaatlicht werden musste. In dieser Bank schlummert oder an dieser Bank dranhängt, schlummert eine Bad Bank in der Größenordnung von 173 Milliarden Euro. Zukunft wohlgemerkt. Und nun sind wir mal, weil ich das von Natur aus bin, Optimist und sagen mal 90% der faulen Papiere, der schwierigen Papiere, sonst wäre es ja keine Bad Bank, werden wirklich auch noch realisiert werden können. Bleiben nur 10% über. 10% sind 17,3 Milliarden Euro, die dann anschließend auf den Bund in vollem Umfang als Staatsverschuldung zukommen. Eine Größenordnung, mit der man in der gesamten Bundesrepublik die Kinderversorgungseinrichtungen einrichten könnte, auf einem hohen Niveau, sowohl was die Investitionen als auch was die Betreuung angeht. Und da stellt sich in der Tat die Frage, wer soll das bezahlen? Läuft das sozusagen stillschweigend Jahr für Jahr in 2, in 3, in 5 Milliarden Schritten in den öffentlichen Haushalt hinein? Oder wollen wir die Verursacher der Krise heranziehen? Und ich war gestern auf dieser Konferenz, die ich übrigens besser fand, als das andere hier gesagt haben. Und in der Tat, Herr Ackermann hat darauf hingewiesen, dass eben die Deutsche Bank, wenn es ganz schlecht kommt, dann eben mit bis zu 800 Millionen Euro betroffen wäre von der jetzigen Bankenabgabe und hat dann darauf hingewiesen, vor Steuern wären das dann 1,5 Milliarden. Kriegt man erstmal einen Schreck. Wenn man aber weiß, dass die Deutsche Bank in diesem Jahr 10 Milliarden Gewinn machen will vor Steuern, dann sind das gerade mal 15%. Nicht mehr, nicht, nein, 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 wir haben, deswegen wird ja aus den 800 wird ja die 1,5 Milliarden vor Steuern wohlgemerkt. Nein, das ist ja Vorsteuer. So, und wenn wir jetzt mal, ich bin ja dafür nicht nur Optimist, sondern auch kompromisslerisch sagen, stellen wir doch mal einfach durch eine andere Form von Bankenabgabe sicher, dass die Deutsche Bank Jahr für Jahr mindestens 3 Milliarden in diesen Fonds hineinzahlt, dann sind das vor Steuern rund 5 Milliarden, dann ist das 50% ihres Gewinns, 50% sozusagen für die Allgemeinheit, damit diese Bankenkrisenkosten kommen und 50%, die man dann neben Körperschaftssteuer dann auch an die Aktionäre ausschütten kann. Das ist sozusagen die politische Frage, um die es letztlich geht. Und dabei geht es nicht darum, wie Kollege Wissing gesagt hat, damit eine juristische Verurteilung zu machen. Das Juristische wird geprüft und wird auch in den USA geprüft, sondern es geht darum, politisch-ökonomisch die Verantwortung der Banken für diese Krise und für diese Kosten deutlich zu machen. Und die Deutsche Bank gehört nun mal zu denen, die von der gesamten Deregulierung der letzten Jahrzehnte mit Abstand am meisten und Dutzende Milliarden verdient hat. Und deswegen sind wir in der Tat der Meinung, dass dieses jetzt auch geändert werden muss und dass mit einer anderen Form von Bankenabgabe dann eben auch wirklich realisiert werden kann, dass die privaten Banken auch und ganz erheblich die Deutsche Bank mit in die Finanzierung eingebunden wird. Und lassen Sie mich nur ganz zum Schluss noch sagen, es ist angesprochen worden, was den zweiten Teil angeht, die Finanztransaktionssteuer, da ist in der Tat in der heutigen Nacht oder zwischen gestern und heute einiges passiert, sowohl was Italien angeht, da will man angeblich sofort noch für 2012 wirksam eine Börsenumsatzsteuer oder eine Finanztransaktionssteuer einführen, als auch der Vorschlag von Barroso. Ich finde, wir müssen das hier verfolgen und ich finde in der Tat auch, von dieser Stelle Bundestag müssen wir das auch unterstützen. Dankeschön.